Ich heiße Roth, bin Kriminalrat. Das hier sind meine Mitarbeiter, Hauptkommissar Dingelein, Oberkommissar Tunzi. Wir sind hier das Kommissariat 9 für Wirtschaftsstraftaten. Das sind wir ja genau richtig. Richtig, leider etwas zu spät, bitte. Das soll kein Vorwurf sein. Die Leute kennen uns noch zu wenig. Wir stehen schon beim ersten Verdacht eines Wirtschaftsvergehens zur Verfügung, um durch möglichst schnelles Eingreifen Schaden abzuwenden. Naja, man will ja kennen, ohne Grund verdächtigen, nicht? Naja, das ist verständlich. Aber Sie haben doch sicher schon mal von den Tätern mit dem weißen Kragen gehört. Naja, habe ich. Ja, das sind die Intelligentesten. Leider auch die Schädlichsten. Hm. New York ist einer. Ja, das wird sich herausstellen. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, Ihre Anzeige gegen die Tamaro Bau GmbH und Co. KG wird schnellstens nachgegangen. Wirtschaftskriminalität ist eine Erscheinung, die heute verbreiteter ist denn je zuvor. Die materiellen Schäden, die diese Kriminalität anrichtet, belaufen sich auf mindestens 10 bis 15 Milliarden D-Mark jährlich. Schäden, die letztlich vom Verbraucher zu tragen sind. Die Arbeitsweise der Wirtschaftskriminellen wird in der nun folgenden Sendung erläutert anhand eines besonders wichtigen und aktuellen Beispiels von Wirtschaftskriminalität, nämlich dem Bauschwindel. Dieser Bauschwindel macht sich zunutze, hat zur Ursache die elementare menschliche Angewiesenheit auf Wohnraum sowie das ebenso verständliche menschliche Streben nach Bildung von Eigentum. Die einzige Schutzmöglichkeit für den Einzelnen gegenüber Betrügern auf dem Bausektor besteht darin, dass er sich vor Vertragsschluss eingehend nach der Seriosität und der Güte des Vertragspartners erkundigt. Ist er aber erst einmal hereingefallen, so verspricht neuerdings, nämlich seitdem Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Sonderdezernate bei der Kriminalpolizei eingerichtet worden sind, auch eine Strafanzeige besonders nachhaltigen Erfolg. Herr Grimm. Ja, Herr, was sagen Sie zu diesem Wisch vom Buchholz? Was von unserem Hauswirt? Das wissen Sie wohl noch gar nicht. Nee? Eine Mieterhöhung. Was, schon wieder? Jawohl, schon wieder. Für diese Löcher mit einem Ritt 54 Mark mehr. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Wo soll das noch hinführen? Suche ich mir jetzt halt was zum Mitverdienen, Walter. Ah, um es dem Buchholz in Rachen zu werfen, was? Der kann doch auch nichts dafür. Wird eben alles teurer. Ja, Haushaltsdebatte, was? Kann sich ruhig dran beteiligen. Hier geht's um unseren ständig steigenden Wohlstand. Warum machen die Mieter eigentlich nicht eine Protestversammlung? Ach, Junge. Wenn ihr nicht weiter wisst, protestieren. Was kommt dabei raus? Habt ihr euch mal überlegt, was ihr in den 15 Jahren hier an Miete gezahlt habt? Dafür hättet ihr alle mal eine Eigentumswohnung bekommen. Findest du da so was Besonderes daran? Oh ja, diese Größe, diese Architektur, vor allem das Zeltdach. Einfach klasse. Ich weiß nur, dass es wahnsinnig teuer war. Ja, beim Bauen, da darf man nicht kleinlich sein. Diese Preise sind ja Wahnsinn. Ihr hättet eben schon vor Jahren Mut haben sollen. Nee, Geld, mein Junge. Aber wenn man von der Hand in den Mund leben muss. Aber Tommy hat recht. Die Kunerts, die haben sich schon längst eine Eigentumswohnung geleistet. Du, der Mann ist nur Briefträger. Nur ist gut. Der ist Beamter. Ist doch egal. Aber wir haben fast 15.000 Mark zusammengespart. 15.000 Mark? Moment mal. Moderne Altbauwohnung mit allem Komfort. Und hier einmalige Gelegenheit, modernes Wohnen in solidem Altbau.
Direkter Verkauf durch den Bauherrn, keine Maklergebühr. Notariell garantierte Festpreise, Absicherung durch Grundbucheintragung. 20% Eigenkapital, Restfinanzierung durch uns. Tamarobau GmbH und Co. KG. Ja, wenn man die günstig fotografiert. Das ist eine interessante Fassade, aber mir ist nicht ganz wohl dabei. Ach, schauen Sie sich erst mal innen an. Jeder Fachmann sieht auf Anhieb, dass Sie für den ganzen Block höchstens 400 Mille geblecht haben. Ja, Fachmann sind Sie, Strohmeier. Nur auf Ihr Gutachten kommt es an. 2 Millionen. Wenn Sie die Hälfte kriegen, können Sie jubeln. 1,5 ist mein Limit. Und dann noch die Verkäufe. Oh, ich bin guter Hoffnung. Wenn die Wohnungsinteressenten die Bruchbude sehen, dann gehen Sie stiften. Na, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Wir reden Sie nicht von normal. Was ist heute mit Ihnen los, Strohmeier? Ich denke noch an Ihr erstes Objekt. Damals haben Sie sich noch mit einer 250.000 zufrieden gegeben. Und beim nächsten Mal war es schon wieder. Na und? Jetzt muss ich die Konjunktur ausnutzen. Wir sind schließlich Geschäftsleute. Ich bin Gutachter. Wenn ich meine Konzession verliere, kann ich einpacken. Mit dieser Sache stoßen wir uns doch erst richtig gesund. Na, wie ich Sie kenne, ist das noch nicht Ihre letzte. Man muss ans Alter denken. Aber lassen Sie mal, Strohmeier, diesmal sind Sie nicht nur mit ein paar Tausender dabei. Wirklich? Hat das unser Gutachter schon geprüft? Nein, Herr Direktor. Herr Scheu wird wohl noch einige Wochen im Krankenhaus liegen müssen. Und mit diesem Herrn Strohmeier haben wir bisher noch nichts zu tun gehabt? Nein, aber er steht im Gutachterverzeichnis. Hier sind auch noch die anderen Unterlagen. Ist gut. Bitten Sie Herrn Naujok herein. Herr Naujok, bitteschön. Naujok. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Wir sehen uns gerade Ihre Unterlagen an. Eine der alten Prachtfassaden aus der Gründerzeit, Herr Direktor. Ich stehe mit dem Stadtbauamt in Verhandlungen. Das Stuckwerk soll unbedingt erhalten werden. Innen natürlich modernster Komfort. Hier die Renditeaufstellung. 60 Wohneinheiten von 55 bis 80 Quadratmeter Grundfläche. Selbst wenn die Wohnungen nicht alle verkauft werden, Herr Direktor, jede renovierte Einheit erbringt im Schnitt 400 Mark Miete. Ich garantiere für den Verkauf sämtlicher Wohnungen. Sie sind der Alleinbesitzer, Herr Naujok. Hier ist der Grundbuchauszug, Herr Direktor. Und auch die Grundbuchauszüge von Herrn Naujoks anderen Objekten. Insgesamt 10 Mietgrundstücke. Es läppert sich zusammen. Unseren Zinssatz kennen Sie, Herr Naujok. Was soll ich machen? Ich will schnell vorankommen und Sie sind mir wegen Ihrer raschen Abwicklung empfohlen worden. Von wem? Von einem Ihrer besten Kunden. Wie viel wollen Sie denn wirklich von uns haben, Herr Naujok? Das Gutachten lautet auf 2 Millionen. Ein recht gründliches Gutachten, möchte ich meinen. Trotzdem, Sie kennen die bankmäßigen Geflogenheiten. Höchstens 70% des DAX-Wertes. Ah, ich habe auch schon 80 erlebt. Sagen wir beim nächsten Mal, Herr Naujok. Bis dahin kennen wir uns besser. Für diesmal schlage ich die Summe von 1,4 Millionen vor. 1,5 wäre eine runde Summe. Wie das alles aussieht. Aber das Mauerwerk dürfte wie eine Festung. Ja. Nicht in einer Festung wohnen, sondern ganz normal ein Haus. Ja. Das hier verdient den Namen kaum noch. Wart's doch erst mal ab. Ja. Musterwohnung Tamarobau. Guten Tag. Bis morgen also. Wir holen vorher gleich die Anzahlung von der Kasse ab. Auf Wiedersehen. Wir kommen auf Ihre Annonce. Haben Sie schon mit unserem Büro gesprochen? Ja, heute Morgen. Darf ich bitten? Dankeschön. Tag. Bitte. Sie sehen, die Wohnung ist total renoviert. Neue Fenster, neue Türen. Ja, also, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist doch meine Rede. Wirklich alles im Kaufpreis? Ich meine natürlich ohne die Möbel. Serienmäßig und im Preis inbegriffen sind Zentralheizung und Teppichböden. Aha. Und hier geht's bitte zur Küche. Doppelspüle und Elektroherd sind serienmäßig. Zentrale Warmwasserversorgung. Ja, also das ist schon was anderes als unsere alten Dinge. Und wo ist der Anschluss für die Waschmaschine? Hier unten wird eine Gemeinschaftswaschküche gebaut. Mit Großraum, Waschautomat, extra Trockenraum und Schleuder.
Und hier geht's dann zum Bad. Diese Kacheln sind natürlich mit Aufpreis. Die Standardausführung ist auch sehr hübsch. 4 verschiedene Farben. Ach, Walter, diese Kacheln. So, das wäre was. Wie hoch ist denn dieser Aufpreis? Das erfahren Sie alles bei uns im Zentralbüro. Darf ich Sie für morgen vormerken? Na schön. Dann können wir das ja noch mal überschlafen, nicht? Ah, das sind schon die Nächsten. Bitte. Auf Wiedersehen. Danke sehr, bitte. Thomas, wo bleibst du denn? Mein Name ist Sawatzki, bin Autogenschweißer und da ich die Firma gewechselt habe, da müssen wir jetzt aus der Werkswohnung, wissen Sie? Da ist unser Objekt sicher genau das Richtige, Herr Sawatzki. Haben Sie schon besichtigt? Gestern nach Feierabend. Naja, hat uns ja auch alles sehr gut gefallen. Die schönen Kacheln und so. Also wirklich. Nicht, Richard? Ja. Also kommt uns aber vor allem auf einen Termin an. Am 1. Dezember müssen wir raus, da wischt uns kein Rehen ab. Die neue Firma, die will uns da einen Kredit zuschießen, alleine könnten wir das ja nicht. Okay. Restfinanzierung übernehmen wir. Man kann sich doch so eine Hypothek auch selber besorgen, oder? Natürlich, aber zu welchen Bedingungen? Und darauf kommt es ja an. Ja, aber unser Bausparvertrag, wir haben den nämlich erst vor 2 Jahren angefangen. Och, da haben Sie sicher noch nicht genügend angespart, gnädige Frau. Da überlegen Sie mal, Zwischenfinanzierung ist teuer und kompliziert. Bei uns haben Sie alles in einer Hand. Entschuldigung, Bert. Ja, bitte später. Ja, danke. Die Hypotheken haben doch furchtbar lange Laufzeiten. Ich meine, vielleicht so 30 Jahre. Och, das können Sie auch früher ablösen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gewinnen nächste Woche im Lotto. Da ist sogar für die Bankfachleute Ihr Bargeld ein höchst erfreulicher Anblick. Naja, das wird nicht so weit passieren. Fräulein Schumann, wenn Direktor Schleich von der Handelsbank anruft, bitte gleich durchstellen. Und machen Sie die Lieferung bei der Elektrounion an. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Jawohl, Herr Name. Wir waren bei Ihrer Lebensversicherung, gnädige Frau. Natürlich können Sie die jederzeit beleihen lassen. Sehen Sie, bei diesen kleinen Wohneinheiten lassen wir wegen der Anzahlung natürlich mit uns reden. Sagen wir, na, 15.000, ist Ihnen das recht, Frau? Ich denke, ja. Der Kaufvertrag wird vom Notar geschlossen, ist doch ganz selbstverständlich, Herr Grimm. Wir arbeiten mit Rechtsanwalt Dr. Fruchtmann zusammen. Die Unterzeichnung wäre morgen Nachmittag. Und, die Anzahlung ist... Ja, ebenfalls vom Notar. Sie unterzeichnen hier nur den Kaufanwärtervertrag, damit wir die Wohnung dann fest für Sie reserviert. Wenn Sie bitte unterschreiben wollen, hier, beide Eheleute bitte, damit alles seine Ordnung hat. Na schön. Wo? Hier, Herr Grimm. Ah ja. So. Da. Höchstens noch 2 Tage, dann bist du erlöst. Ich muss dir übrigens mein uneingeschränktes Kompliment machen. Du bist die geborene Verkäuferin. Ja, sowas hat nur Sinn, wenn es in 14 Tagen über die Bühne ist. Ja, bitte. Und noch etwas. Der Betrag von der Hypothekenbank ist eingegangen. Ja. Augenblick, bitte. Ich habe Sie nicht ganz verstanden, Herr Naujok. Herr Direktor Schleich von der Handelsbank hat auch noch nicht angerufen. Schon gut, Kindchen, vergessen Sie es. Ah, heute die ganze Familie. Die Frau, Tag, Herr Grimm. Tag, Herr Jonas. Herr Filius. Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft und die wollten wir heute anzahlen. Gratuliere, was Günstiges? Ich denke. Als Kunden bleiben wir uns hoffentlich erhalten, oder? Ja, in der Nähe vom Scheffelplatz, da haben Sie auch eine Filiale. Ja. Das heißt, sparen wir mal eine Zeit nicht mehr kommen. Das kann ich mir denken. Tja, wenn ich mal neugierig sein darf. Ja, bitteschön. Danke. Ja. Sie meinen... Nein, ich meine gar nichts, Herr Grimm. Der Kaufpreis ist äußerst günstig, wie mir scheint, und auch die Lage. Naja, den Kaufvertrag haben wir auch noch nicht unterschrieben. Wir sind ja erst auf dem Weg zum Notar. Ja, aber das haben Sie unterschrieben. Ja. Ist das nicht in Ordnung? Doch. Ich meine nur, mit diesem Vorvertrag haben Sie praktisch abgeschlossen. Sie müssen jetzt unbedingt auf die Grundbucheintragung pochen. Das heißt also zunächst einmal auf die Auflassungsvormerkung. Dann sind Sie als Eigentümer amtlich eingetragen und darauf kommt es an. Wie wird denn das denn mit den Gebühren? Die werden erst ausgerechnet. So. Die Rechnung bekommen Sie dann mit dem Vertrag zugeschickt. Kommen wir denn den Vertrag nicht gleich mit? Der wird noch abgesiegelt, junger Mann. Ach so. Was müssen wir tun, wenn wir die Hypothek dann brauchen für die nächste Zahlung? Steht alles im Vertrag, wie ich es Ihnen vorgelesen habe. Der Bauherr unterrichtet Sie außerdem. Erst muss ja einmal die Renovierung beginnen. Und dazu braucht er Ihre Anzahlung. Ich meine, wird denn das noch alles rechtzeitig... Und hier ist die Quittung, vergessen Sie sie nicht. Ja, Dankeschön. Ja, wird das noch alles rechtzeitig fertig? Ich meine, wir haben die alte Wohnung zum 1. Januar gekündigt. Also, das ist nicht Sache des Notars. Aber der Bauherr ist ja wohl selbst daran interessiert, dass alles schnell geht. Und die Grundbucheintragung, das ist doch in Ordnung, ja? Liebe gnädige Frau, sonst dürfte ich den Vertrag gar nicht mit Ihnen machen.
Oder soll ich Ihnen den Passus noch mal vorlesen? Na, danke, danke. Dankeschön. Ja, dann darf ich mich jetzt... Wiedersehen, Herr Doktor. Ach, wiedersehen. Wiedersehen. Kinder, ich brauche jetzt einen Schnaps. Ich weiß nicht, ob ich eben bei einer Kindstaufe oder beim Begräbnis war. So. Nicht böse sein. Herr Naujok lässt sich entschuldigen. Schon wieder auf einer neuen Fährte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollen Sie sich bereithalten. Ach, soll ich? Wollen wir uns setzen? Bitte. Ich habe Ihnen auch ein sehr hübsches Buch mitgebracht. Ein Krimi. Wie sinnig. Es kommt auf den Inhalt an. Sie sagen es. Bestellen Sie Herrn Naujok, dass mir das Buch schon beim Überfliegen Spaß gemacht hat. Hallo! Herr Grimm. Ja, Herr Kraus. Was höre ich? Sie ziehen auch zum 1. Januar? Wieso auch? Ja, weil ich doch auch gekündigt habe. Ach, was? Ja, weil das vielleicht komisch aus der Mensch kommt. Ja. Und von dem weiß ich auch, wohin Sie ziehen. Na, nun ist ja kein Geheimnis. Oh, von wegen Geheimnis. Was würden Sie sagen, wenn der alte Kaul Ihnen auch in Ihrem neuen Domizil begegnete? Sagen wir mal im Nebenhaus, gleich links, Parterre. Wieso? Sie haben auch... Tamarobau, jawohl. Übrigens, ich bin da mal gucken gegangen, ja, am Scheffelplatz. Ja. Also Handwerker habe ich da kaum gesehen. Ist ja vielleicht noch ein bisschen früh, ne? Ja, 1. Januar fertig sein soll. Und wir müssen ja auch rein, weil wir doch bei Buchholz gekündigt haben. Na ja, das müssen alles klappen. Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das hier die Waschküche sein soll, dann fasse ich hier am Besen. Guck da, keine Waschküche, sondern keine Öltanks, du, das kann heiter werden. Na, der Vertreter hat uns doch die Prospekte gezeigt, Richard. Ja. Die große Waschmaschine und dann die Schleuder. Ja, 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 gezeigt hat er uns viel. Und noch viel mehr geredet. Hast du schon was vom Fahrstuhl gesehen, hä? In 4 Wochen soll aber alles fertig sein. Dein Hof waren doch die 2 Arbeiter, Richard. Ach, was denn? Die Bäden, die da an der Dachrinne rumgefummelt haben, da kann ich doch nur lachen. Ja, vielleicht weiß man noch nicht, dass hier die Baufirma bummelt. Bummelt? Du hast vielleicht ein sonniges Gemüt. Ich werde mal was sagen, die Baufirma, die hier bauen soll, die gibt's ja nicht. Pass mal auf. Ja, du meinst doch nicht... Ach, Quatsch. Aber wir haben doch einen Vertrag, Richard. Und außerdem, du hast doch diesen Herrn Naujok gesehen. Sah der vielleicht aus wie ein Schwindler? Ja, da ziehst du doch nicht jemand an der Nase an, nicht? Ach, entschuldigen Sie, junge Frau. Vielleicht können Sie uns mal eine Auskunft geben, ja? Sie sind doch sicher eine hier von den alten Mietern von... Ja. Entschuldigen Sie, mit Alt meine ich nicht Sie persönlich. Ja. Wir wollen wohl auch wissen, wann hier umgebaut wird. Ja, hören wir ja. Da waren schon mehrere da. Waren schon mehrere. Ja, nun sagen Sie mal, wann wird denn hier nur umgebaut? Hä? Da müssen Sie doch noch ausziehen, oder haben Sie auch gekauft? Da siehst du auch. Nee, wir bleiben hier wohnen, ist doch klar. Gibt da schließlich einen Mieterschutz. Sind Sie denn nicht gekündigt? Haut ab, schon vor 2 Monaten. Ja. Guten Tag. Sie wollen sicher auch wissen, was hier los ist, ja, wa? Ich will Ihnen mal was sagen. Die Mieter, die sind doch alle drin. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Der zahlen Sie, ist aber wahr. Ja, sollen wir erkennen, was ist denn die Tür? Ist ja auch die Tür. Was sollen Sie sagen? Kapitel. Ist doch alles leer hier. Was sagt der ganze Raum. Hä? Guck mal, hier. Alles leer. Ich werfe euch. Ist auch niemand. Die ganze Nest ist leer. Seid mal, da sind Stimmen. Da sind Stimmen. Kommt mal rüber. Ja. Was ist mit dem Verträgen? Wir sind doch keine Idioten. Das ist doch Schwindel, alles betrunken. Mensch, hier hört die Polizei. Und der Mann hier hört angezeigt. Ja, unser Geld. Das ist doch eine Sauerei. Ja, ich finde auch. Ja. Das ist doch unerhört. Wir sind doch keine Idioten. Ich bitte Sie höflich, sich zu beruhigen. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Keine Aufregung. Das richtig sehe ich. Am 1. Januar sollte alles fertig sein. Was ist mit den Verträgen? Wir sind doch keine Idioten. Das Schwindel ist das alles. Wer drauf, Mensch, hier hört die Polizei. Jawohl, die muss eingeschaltet. Entschuldigen Sie, ich komme gerade von der Baustelle, auf der kein Schwanz arbeitet. Aber das stimmt doch nicht. Du haltest sie mal hier Luft da, Mensch. Hier, kein Handschlag wird da getan und bis zum 1. Da können Sie nicht mal die Hälfte schaffen. Und die Mieter. Die Mieter sind ja auch noch alle drin. Was sagen Sie denn dazu? Ja, ja, ja. Das ist doch Schwindel. Wenn
Aber der Zeit, wenn die neu ja, den hoffe ich mir. Aus dem Mike zwei Arbeitslose dort. Ja. Dann können Sie auch mal Hilfe drauf nehmen. Tja, es handelt sich offenbar um Wohnungsschwindel. Betrug mit Wohnungsvermittler und Wohnungsverkauf oder so? Das können Sie ruhig laut sagen. Tja, da sind Sie hier falsch. Macht das nicht oben der Hut? Da gibt es ja so eine Sonderinspektion extra für Wirtschaftssachen hier im Hause. Ich kann es Ihnen genau sagen. Sonderinspektion Wirtschaftsstraftaten, Kriminalrat Roth, Zimmer 104. Können Sie draußen mit dem Panoster runterfahren? Erdgeschoss, Zimmer 104. Aber ich muss schon sagen, ganz schön kompliziert hier bei Ihnen. Da sind Sie aber dort an der richtigen Stelle, ne? Oh ja. Wiedersehen. Ja. Ich heiße Roth, bin Kriminalrat. Das hier sind meine Mitarbeiter, Hauptkommissar Dingelein, Oberkommissar Tunzig. Wir sind hier das Kommissariat 9. Für Wirtschaftsstraftaten. Da sind wir ja genau richtig. Richtig. Leider etwas zu spät. Bitte, das soll kein Vorwurf sein. Die Leute kennen uns noch zu wenig. Wir stehen schon beim ersten Verdacht eines Wirtschaftsvergehens zur Verfügung, durch möglichst schnelles Eingreifen, um Schaden abzuwenden. Ja, man will ja niemand ohne Grund verdächtigen, nicht? Ja, ja, das ist verständlich. Aber Sie haben doch sicher schon mal von den Tätern mit dem weißen Kragen gehört. Ja, ja, habe ich. Ja, das sind die Intelligentesten. Leider auch die Schädlichsten. New York ist alle. Das wird sich herausstellen. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, Ihre Anzeige gegen die Tamaro Bau GmbH und Co. KG wird schnellstens nachgegangen. Mein Talisman wird mich auch diesmal nicht im Stich lassen. Weiß Schomeyer schon Bescheid? Er kommt morgen. Schluss für heute. Na nun, schon angeschlossen? Ja? Ach, Sie. Ja, aber seien Sie doch mal nicht so aufgeregt. Aber nun dramatisieren Sie doch nicht gleich. Jetzt hören Sie mir mal zu. Erstens weiß ich nicht, was Sie und Ihre Kollegen unseren Käufern erzählt haben. Und zweitens haben Sie doch ganz gut verdient, oder? Aber ja doch, mein Bester, ich komme ja nächste Woche. Aber ich sage doch, Donnerstag oder Freitag nächste Woche bin ich zur Stelle. Und nun halten Sie mal schön die Stellung und beruhigen Sie die Leute. Zieh dich doch erst mal aus, Walter, bitte. Da das war jetzt zu erwarten. Die Stunden nehmen wir Trag auch. Ich war schon auf dem Finanzamt allerdings. Allerdings? Zahlen müssen wir, sagen die. 6.200 Mark, mein Gott. Ach du, also ich verstehe das überhaupt nicht. Warum müssen wir denn Grunderwerbsteuer bezahlen, wo wir doch nun nicht mal in die Wohnung einziehen? Ja, das ist die Wohnung, die wir letzten Endes schon kriegen, aber im jetzigen Zustand. Ist noch nicht so viel wert. Und die Schulden? Ja. Die zahlen wir an den, der das Haus übernimmt. Selbst wenn ich den Kaufvertrag rückgängig machen ließe, die Anzahlung sind wir los. Wahrscheinlich müssen wir sogar noch mal den ganzen Betrag berappen. Die Anzahlung ist futsch. Ja, nun machen Sie aber keinen Zwergenaufstand. Ich bin ja da. Herr Naujok, da ist... Herr Naujok! Kriminalpolizei. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Ein was? Ja, da muss ich ja wohl erst mal mit meinem Anwalt sprechen. Das können Sie vom Präsidium aus. Herr Tunzig, können Sie mal mit den Unterlagen kommen, ja? Ja, dass wir den Herrn haben, ist noch lange keine Gewähr dafür, dass er bald Licht in das Dunkel kommt. Der Fall Naujok weitet sich allmählich zu einer Mammutsache aus. Danke. Tja, naja, soweit ich übersehen kann, auf Ihr Objekt, Herr Grimm, hat an erster Stelle erstmal die Hypothekenbankansprüche. Wie Sie wissen, wird das Haus in seinem jetzigen Zustand weniger wert sein als die ganze Hypothek. Naja, von Ihrer Anzahlung fürchte ich, werden Sie leider keinen Pfennig wiedersehen. Die übrigen erschaffen natürlich ebenso wenig. Tja. Was soll man machen, Herr Kriminalrat? Aus der alten Wohnung müssen wir ein paar Tagen raus. Die andere können wir nicht rein. Der hier. Da kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Dieser Fall in unserer Stadt ist noch nicht mal der einzige. Naujok hat in den letzten beiden Jahren in 6 Städten 10 solcher Objekte auf die gleiche Weise abgewickelt. Was denn, 10? Ja. Und dass die Polizei ist jetzt dahinter gekommen? Ja, weil erst jetzt die Anzeigen einlaufen. Soweit wie wir sehen können, beläuft sich der Gesamtschaden auf... Ja, Runde 15 Millionen. Musik.